Hallöchen Leute, was geht ab? Ich bin die Hayley und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass ich ein Video auf Deutsch machen würde und jetzt bin ich hier. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Notizen oder irgendetwas. Ich mache einfach ein Dankeschön-Video, weil ich bin bei fast 50.000 Abonnenten, Freunde, Familienmitglieder auf YouTube und das ist wirklich verrückt für mich. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass so viele Leute meinen YouTube-Kanal oder meine Videos anschauen würde, aber da seid ihr. Ich habe in 2015 meine oder 2016 eigentlich mal angefangen, meine Videos hochzuladen. Ich habe mit Au-pair-Leben angefangen, aber ich hatte nicht so viele Abonnenten oder Views oder irgendetwas. So, dann habe ich gedacht, okay, ich lösche die alle und ich fange dann an mit Deutschland. Der Grund warum war, meine Oma und meine Mama, die haben mich immer gefragt, was magst du den ganzen Tag? Hast du Freunde? Macht das Spaß? Ist Deutschland schön? Bla bla bla. Und die wollten wirklich jeden Tag auf FaceTime sitzen und 5 Stunden labern. Und natürlich liebe ich meine Oma und meine Mama, aber ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich wollte Deutschland entdecken, ich wollte München, ich wollte alles herausfinden, was in München losgeht, was geht ab München, hey. Ich wollte das machen, ich wollte nicht im Haus sitzen, 5 Stunden am Tag mit meiner Oma und meiner Mama auf FaceTime und erklären, dass in Deutschland gibt es Pfand oder in Deutschland gibt es keine Ahnung. Ich wollte einfach, dass ihr ein bisschen von mich ziehen könnte und was über meine Erfahrungen hören könnte. Und ja, als ich irgendein Video gepostet habe, dann hatte ich glaube 100 Views und ich war total verrückt geworden. Ich so, wow. 100 Views, das gibt's doch nicht. Und ich hatte 10 Abonnenten, nicht so 10 Leute, das gibt's doch nicht. Ich habe wirklich so Fame gedacht, aber Hayley, was machst du eigentlich? Aber ich habe das wirklich gedacht und ich habe weitergemacht, weiter und da waren immer mehr Leute. Natürlich war das nicht so, das war ein Monat 100 Leute und die waren alle ganz lieb, so hey, ich bin auch aus den USA und ich wollte wissen, wie das ist bei dir so mit Einkaufen oder mit Jungs oder wie ist das mit Schminke. Dann habe ich so eine kleine Community gekriegt und die wollten so viel wissen und ich so, okay, dann habe ich ein paar Ideen, dann mache ich einfach Videos über die Topics und das war immer mehr Leute und dann habe ich 1000 Abonnenten gekriegt und ich so, oh meine Güte, oh mein Gott, ich bin jetzt die nächste, keine Ahnung, ich habe gesagt, ich bin die nächste Big Shit, oh. Ich habe nie gewusst, als ich 1000 Leute gekriegt habe, ich habe nicht gedacht, okay, das wird weitergehen. Das muss irgendwann aufhören. Niemand will meine Videos anschauen, niemand will meine Laberstunde anhören, aber dann kam irgendwann, ich glaube in einem Monat 4000 Leute, nicht so, das war jeden Tag fast 100 Leute oder mehr. Und ich so, wow, spinnt die oder was? Ich habe aufgehört, Videos für meine Oma und meine Mama zu machen. Ich habe einfach Videos für euch gemacht. Das war ganz toll. Und ich bin jetzt hier und das ist, ich glaube, 2 Jahre oder ein bisschen mehr als 2 Jahre. Und ich bin so stolz. Nicht auf mich. Ich meine, ich bin natürlich stolz auf mich. Und du musst, wenn du in ein anderes Land ganz allein lebst und wohnst und arbeitest, dann musst du stolz sein, weil du hast niemanden. Ich muss immer sagen, Hayley, du bist so toll. Hayley, du schaffst das. Hayley, natürlich, bla bla bla. Aber ich hatte auch euch. Und ich glaube, wenn ich YouTube nicht hatte, würde meine Deutschland Experience was anderes sein und das finde ich ganz toll, weil meine Erfahrungen hier sind, ich glaube, unvergleichbar mit irgendetwas anderes. Die sind so, ich bin ein
ein anderes Mensch und nicht ein, das ist nicht schlecht gemeint, ich bin ein besser Mensch. Ich glaube, ich bin besser geworden. Als ich erst nach Deutschland gekommen bin, natürlich war ich Sonnenschein und Happiness und alles, aber ich war noch diese naive American Girl. Und jetzt bin ich selbstbewusst. Ich habe ein bisschen Ahnung, wie die Welt abgeht. Natürlich weiß ich nicht alles. Und ich glaube, das hat das meiste mit Deutschland zu tun. Und ich bin unfassbar stolz und keine Ahnung, dankbar dafür. Das ist jeden Tag, ich glaube jetzt für die letzten 2 Monate ist es jeden Tag 100 Leute am Tag. Und ich kann das einfach nicht glauben. Hey Leute, was geht ab? Aber ich bin ganz happy und ich würde immer weiter Videos machen. Ich meine, so lange wie das geht. Ich kann das nicht für immer machen, aber solange ich das machen kann, würde ich das machen. Und hoffentlich gefällt dir mein Video. Wenn nicht, dann ist das schade. Dann kannst du auch anders gehen. Aber Dankeschön, Leute, für fast 50.000 Leute. Ich habe das nie erwartet. Ich habe das nie geglaubt. Ich habe das nie gewünscht. Aber ich bin so, so dankbar. Das war's. Mein Deutsch ist jetzt, das war genug Deutsch. Genügend Deutsch für euch. Mein nächstes deutsches Video kommt in 2019 raus und dann, ja, schauen wir. Ich liebe euch so sehr, wirklich, ich sag das nie, ich sag nie in meinen Videos, dass ich euch liebe, aber ich liebe euch wirklich und ihr seid wirklich meine Freunde. Und als ich keine Freunde hatte, hatte ich euch und ich glaube, ihr weiß nicht, wie viel wert you guys are worth, aber ja. So, ich sag jetzt tschüss, ich sag jetzt auf Wiedersehen und viel Spaß, schönen Tag, ich genieße jetzt die Sonne und ich probiere jetzt einen Döner aus Amerika. So, bleib, mein nächstes Video, hoffentlich nach dieses Video kommt, oder vielleicht 2 Videos danach, kommt mein Döner-Video. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und ciao, ciao.